So. Ernsthaft, musst du rum. Ja, Schwarz. Wir müssen nach Standorten für seine Katapulte suchen. Ja, wäre auch schön, wenn Eva einfach mal klettern würde, aber nein, das ist halt nicht möglich scheinbar. Hier an diesen einfachen Orten klettert. Ja, kletter doch aufs Dach. Ist auch so schwer. Die Leiter benutzen es auch schwer. Eieiei. Da, die Werkstätte. Ein guter Ort für unsere Katapulte. Ein Heer hölzerner Giganten, das die Mauern einreißen wird. Diese Franken da, was machen die? Ach, die schlachten heute wieder einen der ihren ab. Warum? Wer weiß das schon? Weil einer einen falschen Gott anbetet, mit der falschen Frau schläft, dem falschen König folgt, muss er nach fränkischem Gesetz sterben. Bei den Sachsen ist das sehr ähnlich. Ja, aber die Sachsen sind weniger. Sie sind gespalten und sie kämpfen gegen uns und gegen die Kelten. Die Franken dagegen sind unter einem großen König vereint. Das ist, als würde man den Fenriswolf auf die Welt loslassen. Wir sind Gottes Priester und wir sind gerecht. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn wir tragen das Schwert nicht umsonst. Wer sind diese beiden? Ich habe diesen Kriegerpriester bereits mit Graf Odo gesehen. Guzzelin und Ebel, Krieger und Brüder. Der eine führt die Priester von Paris, der andere die fränkischen Heere. Denn wir sind Gottes Diener, Rächer zur Strafe dessen, der Böses tut. Darum müsst ihr immer zu... Bruder, du redest zu viel! Los, lass uns diese Werkstätte einnehmen. Ein ziemliches Spektakel. Muss ein wichtiger Mann gewesen sein, dass da alle beide Befehlshaber auftauchen, oder? Nicht heute. Meine Männer sind bereit. Komm, nehmen wir einen Standort für die Katapulte ein. Ich würde meine Krieger nie einen so schändlichen Tod sterben lassen. Ich auch nicht, doch ich bin in vielen Landen schlimmen Anführern begegnet. Du hast recht, Siegfried. Die Franken haben die Bosheit nicht für sich gepachtet. Fast geschafft. Lass uns unauffällig weiterziehen und auf den Dächern bleiben. Okay, wo sind hier so viele Tote? Achso, dann Leute, wir sind hier. Wir nehmen diese Werkstätte ein und machen sie zu unseren. Wir haben alles ausgekundschaftet. Es wird bewacht, aber nicht gut. Und wie ist die Sicht? Genau richtig, damit unsere Katapulte Steine auf diese vermaledeite Stadt schleudern können. Ich hatte dich nicht für einen Dachkletterer gehalten, Siegfried. Ich bin kein Gamswild wie du, doch mit kleineren Klippen und Mauern komme ich schon zurecht. Scheinbar. Angriff! Rache oder Tod! Unsere neuen Katapulte sehnen sich die Schlacht herbei. Ups. Ich glaube, ich habe gerade den falschen Kampf angefangen zu kämpfen, kann das sein? Scheinbar ja. Thank you.
das Kurzschwert ganz nett, aber für mich wirkungslos. Wäre noch eine coole Sense, auch wieder voll gar nicht ausrüsten, weil wir gerade am Springen sind, ne? So. Ja, was war passiert? So, darf ich jetzt hier auch verwechseln? Welche Sense nehmen wir denn? Die war das, glaube ich, ne? Sitzt deine Waffe nach einem leichten Schusstreffer im Brand. Jo, nehmen wir die. Den können wir zwar nicht mehr, aber egal. Wir sind mal kämpfen würdest, Kollege, ey. Halt hier nur am Chillen, so, weißt du? Zack. So. Und okay. Zack. Da ist noch einer. Ah, oh, dann soll er mal einen Ball spielen oder so. Ein großer Sieg. Die Götter haben uns beigestanden. Wohl wahr. So haben wir noch einen Ort, von dem aus unsere Katapulte die Mauern zerstören können. Eivor, kennst du das Schicksal von Vidar Odinson? Der Gott der Rache, der in der Schlacht am Ende aller Tage neben seinem Vater kämpft. Ja, Vidar rächt ihn. Vidar bricht dem großen Wolf mit bloßen Händen das Genick und stößt ihm dann die Klinge in den Bauch. So sagen es die Nornier. An Tagen wie heute laufe ich in den Schuhen des Vidar und räche meinen Bruder. An anderen Tagen ist da nichts. Wir werden diese Mauern über Odo einstürzen lassen und ich werde meinen Bruder rächen. In Ordnung. Wir treffen uns im Lager, wenn alles bereit ist, Siegfried. Also wieder hier. Nein, ich will schnell reisen. Ich will ja fertig werden, ne? Einfach jetzt zack, 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 aber weit neben schnell alles. Aber was soll noch passieren jetzt, großartig? Was soll denn noch passieren? Ich weiß es nicht. Evoi, ich gucke doof auf die ewig lange Ladezeiten. Wir sind 5 Meter weit gereist und trotzdem haben wir so eine lange Ladezeit gehabt. Danke an der. Trotz SSD und so weiter, ne? Super optimiert auf eine neue Konsole. Auf jeden Fall. Nicht für Gold und nicht für Ruhm. Wohl wahr. Du da. Wo sind Siegfried und Toka? Die Schlacht muss kurz bevorstehen. Die Krähe kommt schon zum Festmahl. Deine Zunge hat Witz, Liebes. Aber morgen sprechen wir alle in einer Sprache, die älter ist als jedes Wort. Und das Schicksal weiß jetzt schon, wer überlebt und wer stirbt. Ich frage nochmal, wo sind die anderen? Sie holen mehr Katapulte für den morgigen Angriff. Du kannst warten. Ich warte, aber woanders. Ich warte immer woanders, wie so ein kleines zickiges Kind, ey. Blutrünstig und kampfeslustig. Nur so fühle ich mich lebendig. Ah. Oh, hoffentlich ist nicht die letzte Schlacht, da muss hinter uns. Auf einfach mal.
von zu Hause. Und wieder vor einer Stadt voller Fremder. Wann wurde unser Leben eine Saga, Sühnen? Ja, ich weiß. Es war der Tag, an dem Mutter und Vater starben. Graf Odu lenkt nicht ein. Charles spielt seine Spielchen. Ich kann das Leben meiner Leute nicht solchen Männern anvertrauen. Der Königin könnte ich vertrauen, aber es mangelt ihr an Macht. Mein Platz ist hier, bei Siegfried und Tuka. Komme, was wolle. Eivor, du bist wieder da. Dann ist also alles bereit und es gibt kein Zurück mehr. Warum sorgst du dich? Du wirst mehr Schwerter sammeln. Ich weiß, wie man Krieger auf dem Schlachtfeld erschlägt. Aber das ist eine Stadt. Sie wird brennen. Das ändert nichts. Morgen kämpfen wir als Krieger, nicht als Mörder. Das schwöre ich bei meiner Ehre. Ach, Eivor, die Rednerin. Und wem gibst du so freigebig dein Wort darüber, wie meine Schlacht ablaufen wird? Ich sagte es. Die Götter hörten es. Das genügt. Und wenn ich sage, wir brennen diese Stadt nieder und verfüttern die Kinder an die Raben, was sagst du dann? Wenn du wahrhaftig so etwas sagtest, warum sollte ich mich daran halten? Ich hätte nur gedacht, dass du besser bist als das. Haha, gut, gut. Lass dieses Feuer über Nacht weiter lodern. Am Morgen wird es dann unsere Rache entfachen. Zeit, mich in die Felle zu legen. Wie schaffst du das, Eivor? Vor einer Schlacht zu schlafen, meine ich. Ganz einfach. Ich rufe mir den Mord an meiner Mutter ins Gedächtnis. Und ich denke an alles, was der Allvater mir jemals sagte. Und am Ende denke ich an diese Welt voller Krieg und an die nächste Welt. Die Halle der endlosen Wunder. Und dann kann ich ruhen. Na, kann man jetzt hoffen, dass wirklich die letzte Schlacht ist und danach sich alles in die Wege leitet im Grunde. Sagen wir es mal so. Es heißt, Halfdan Ragnarsson sei der stärkste von Ragnars Söhnen. Stark ist er. Einmal traf ihn. Ich habe Aufträge. Und Reda ist immer großzügig. Also, da bist du, okay. So eine Aufträge, okay, keine. Da kann man was trinken. Und schlafen wir halt. Vielleicht kriegen wir noch Nachtbesuch, ne? Heute, Krieger, nehmen wir diese Stadt ein und brennen sie bis auf die Grundmauern nieder! Und heute Nacht, Freunde, wird es ein Festmahl in Odos Palast geben oder in Odins Halle mit jenen, die die Würdigsten küren. Nun ist die Zeit der Ehre, die Zeit unseres Ruhms! Der Tag der Rache! Thank you.
Schilde! Schilde, was? Das ist alles. Bisschen Gemetzel da. Gegen wen kämpfen die denn jetzt? Da stand keiner am Ende der Brücke. Und wo sind wir? Natürlich. Was hat's gebracht? Also, was hat's gebracht? Ach ja, ihn gab's ja auch noch. Der hat schon ganz vergessen gehabt. Aber einfach nichts von ihm hat so. Des Ruhmes? Der Herr ist stark und mächtig im Kampfe. Er stärkt meine Hände für den Krieg, auf dass meine Arme dieses goldene Kreuz halten mögen. Ich gebe nicht nach! Mutige Sif, bringe die Gabe des Sieges. Odin, leihe mir deinen Helm der Ehrfurcht. Wieder nähre meinen Hunger nach Rache. Vanir und Aesir, durchbrecht diese Mauern. Was hat das arme Pferd ihm getan? Ich bin das Tor von Paris! Okay. Stirb für mich, feige Hagen! Und boom. Selbst gekillt. Ausnetzer-Königs-Gottstyp da. Gefallen. Die Stadt ist unser! Zeig keine Gnade! Bei Sif und Tyr! Der Tag gehört uns! Den Mutigen gehört die Welt! Und jetzt, Siegfried? Zu den Toren des Palasts! Wir werden ihn über Odors Schädel einstürzen lassen! Da also, fehlt ja noch einer, ne? Ein Kampf-Krieger! Schneller! Ja, ich würde ja gern schneller, aber ich darf nicht. Darf ich nicht mitnehmen? Schade. Gut, was kommt jetzt? Jede Menge an. Komme ich nicht, stimmt. Dann komme ich wieder, gehe ich wieder zu dir, du bleibst da stehen. Was haben wir jetzt hier? Das heißt, wenn er einfach nur umkreist. Natürlich kommt der Ring auf Feuer.
Und da spazieren einfach Leute durch. Super, super gemacht, Ubisoft. Kommt auf jeden Fall glaubwürdig. Zack, zack. Das sind zu viele. Sicherheit, ihr müsst uns zurückziehen. Bullshit. Macht doch gerade alle fertig. Kommt und kämpft, Feiglinge! Sie mähen uns nieder. Rückzug! Rückzug! Wow. Halt's auf. Verdammt seid die Götter! Ich bin in Odos Falle getappt wie ein Frischling! Nicht verzagen, Siegfried. Die Schlacht ist eine wankelmütige Göttin. Onkel, es ist noch schlimmer. Speer berichten, dass dieser Kriegerpriester, Gunzelin. Ja, er sammelt eine große fränkische Streitmacht im Osten, in dieser Kirche. Verdammt, auf offenem Felde werden sie uns zermalmen. Was sollen wir tun? Unsere Katapulte könnten diese Kirche treffen. Aber sie sehen das Ziel nicht. Wir sollten Leuchtfeuer auf den Türmen entfachen. Das gäbe den Katapulten einen Anhaltspunkt. Ja, mach das. Ich schaffe die Verwundeten raus und mache die Katapulte bereit, bevor ich nachkomme. Gut. Und ich werde diesen Kriegerpriester Gurzelin ausschalten, ehe er die Franken versammeln kann. Los, wir machen den Bosskampf. Los! Wir müssen die Türme in Brand stecken. Dann komm. Ach, wir sollen hochklettern, okay. Ja, natürlich kannst du da jetzt. Oh, ja, ja, ja. Warum sind jetzt plötzlich alle Assassinen und können plötzlich schon alles Parkour und so weiter? Nicht wie lang. Da auf dich scheinbar. Hier habe ich mich jetzt hier durchgeglitscht. Wollen wir kurz darüber reden? Kommst du immer noch mal her? Eivor, klettere hoch und entfache die Türme. Ich schalte unten die Wachen aus. Ich kletter hoch, um wieder runter zu klettern. Hast du gut erkannt, Eivor? Wir haben Feuer. So, das klingt, das hat immer noch nicht die letzte Quest, ne? Jetzt noch der andere. So, ich würde gerne hier durch. So. Zack, zack. Hochklettern ist wieder zu schwer auf einmal. Merkt das ja schon. Das Tor ist offen! Los! Sven soll niedergemäht. Der Pfeile. Elmira Bischof. Und das ist jetzt sowas. Dieser Ort wird gut bewacht. Warum sagt ihr das? Sehr ist richtig unnötig, ne? Das war's für dich. So.
Das ist hier der Priester. Zack. Und ist einer mit dem Schlüssel, okay. Ist auch einer mit dem Schlüssel? Warum hast du viele Schlüssel? Wüsste ich gerne jetzt mal. So. Oh. Ich jacke euch einfach in die Luft. Ich gehe ganz bequem einfach nur nach Hause. Ja, klettern. So entkommst du mir nicht. Oh, dann hier rein. Eine tolle olle Kirche. Da ist eine Tür, okay. Die komme ich aber nicht rein. Ich habe noch eine Idee. Fenster kann man kaputt machen. Aber durch die Fenster passe ich wahrscheinlich nicht rein, oder? Nee, durch die Fenster komme ich nicht rein. Ich brauche ein Fenster wohl vor so ein Ding, jetzt benutze ich es am besten. Angehänge, Fahnenstange, wie nennt sich das? Haben wir noch nicht. Okay. So was ich habe, ist halt das. Hier voll da rein schießen, oder wie? Oder auch nicht. Wahrscheinlich als Fähigkeit ausrüsten, okay. Will ich doch gar nicht. So, da hinten ist auch noch was. Das sieht aus, als wäre der hinter einer Tür. Tür aus, Dings aus der Gruppe versperrt, ja. Ich müsste erst hier rein. Wie komme ich da rein, ist die Frage. Wo unten ist auch noch ein Eingang. Vielleicht komme ich hier von unten rein, sehe ich gerade. Hey! War ich schon gewesen, ne? Ja, stimmt. Hier war ich ja schon gewesen, aber. Ne. Oh, hier, ach, guck mal. Blind as fuck, wie man so schön sagt. So. Hilf mir! Ja, du Barbarenmonster! Bitte hilf mir! Komm. Warum soll ich dir helfen? Ich erinnere mich. Der Stumme nah aus der Schenke. Mein ewiger Dank ist dir sicher. Ich schätze, du suchst den Kriegerpriester Gozelin. Bitte, nimm den Kirchenschlüssel. Mir hat er nichts als Ärger gebracht. Danke. Du hast deine Sprache also wiedergefunden, was? Ja, gut. Ich würde gerne raus. Zack, dann kommen. Kannst du jetzt mal bitte. Darum ist nicht überfordert. Nee, Ubisoft, gar nicht. Sieht alles so, wie ich haben will. Natürlich. So. Ruhig, mein Sohn. Du hast nichts gesehen. Du hast nur mehr nicht. Doch, Papa! Das große Kreuz hat sich. Okay, warum fliege ich jetzt? Was mache ich? Wieso fliege ich? Und dann bin ich tot. Toll. Danke, Spiel. Gut. Läuft bei uns rückwärts, aber richtig hart. Einfach gestorben an einem Bug.
Einfach fliegst du plötzlich und fliegst und fliegst und fliegst, bist du. Super, gefällt mir top. I like. Ach komm, jetzt dürfen wir alles nochmal neu machen. Cool. Sehr schön, das freut mich doch super, weil wir wissen jetzt wenigstens, was wir machen müssen. Also ignorieren wir einfach alles. Ich hole dich gleich ein. Ah ja. Du da, hilf mir! Ja, du Barbaren-Monster! Ja, komm her. Mach ihn da. Ich erinnere mich. Du bist der Stumme. Danke. So. Zack, zack. Zack. So. Du hast nichts gesehen. Ja, riech, mein Sohn. Hinter diesen Steinmauern im Haus Gottes sind wir sicher. Sicher? Die Nordleute sind durch das Stadttor gebrochen. Nur um in unsere Falle zu tappen. Und jetzt bereiten sich unsere Krieger auf meinen verheerenden Gegenangriff vor. Wir werden sie zwischen den Türmen und Mauern zermalmen. Wir werden sie erschlagen und ihre Dörfer niederbrennen. Nun. Machen wir mal so. Ja. Bosskampf gespart, würde ich sagen, ne? Geh zu deinem festgenagelten Gott, dem du im Leben gedient hast. Mama, ich hab Angst. Räumt die Halle. Ruhig, mein Kind. Shh. Komm, Eva. Der Kampf tobt noch in den Straßen. Wir brauchen deine Stärke. Blutroter Wein für dein Trinkhorn, mein Bruder. Das enden, Toka. Sollen alle sterben? Es ist wie befürchtet. Der Blutdurst hat ihn übermannt. Er schlachtet die ganze Stadt ab. Wenn ich Graf Odo finden und zur Aufgabe bringen kann, hört dieser Wahnsinn vielleicht auf. Siegfrieds Krieger haben die Tore zu Odos Palast umstellt. Gudselin ist tot und die Straßen gehören uns. Wir verlegen die Katapulte, um die Palasttore zu durchbrechen. Es muss einen anderen Weg über, unter oder um diese Mauern herum geben. Nolwenn sprach einst von einem Tunnel im Südwesten. So oder so, ich finde schon hinein. Junge, 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 zickig hier, stell Graf Odo. Ja, ja, machen wir mal eben schnell. Hoffentlich. Of your greed is your son and your daughter. What you gonna do when there's blood in the water? Look me in my eyes, tell me everything's not fine. All the people ain't happy, and the river has run dry. You thought you could go free, but the system is done for. If you listen real closely, there's an
just for another dollar in your pocket. Now I am the violence, I am the sickness, won't accept your silence.